So Leute, da sind wir beim nächsten Booster. Zendika Erneuerung Promopack. Promopacks kennt ihr ja mittlerweile. Habe ich ja schon mal aufgemacht, schon länger jetzt schon nicht mehr. Aber ja, die kriegt ihr für FNM at Home, FNM oder andere kleine Turnierchen. Bekommt ihr solche Promopacks in euren Local Game Stores, wenn ihr denn noch welche habt. Unterstützt die auf jeden Fall. Das sind coole Loots. Und wir haben eine Tasi, Leuchtfeuer der Einheit. Okay, 5 Mana, 4, 6 kostet für jede in deiner Abenteuergruppe befindliche Kreatur 1 Mana weniger. Also kann die 1 Mana kosten, wenn ihr wollt. Und für 4 Mana oder halt irgendwas dazwischen von 6 Mana können wir die obersten 6 Karten angucken und können bis zu 2 Kleriker, Krieger, Räuber, Zauberer und oder Verbündetenkarten, warum auch immer hier Allies mit drin sind, wahrscheinlich weil es einfach Tasri ist und Tasri mal ein Ally war, ganz, ganz früher, und können die auf die Hand nehmen, legen den Rest im Liebereihenfolge unter unsere Bibliothek. Ausbruch der Turbulenzen, 2 Mana, wir fügen einem Ziel 3 Schadenspunkte zu. Das ist nicht schlecht. Und falls wir Bonuskosten bezahlen, also 5 Mana bezahlen, dann fügen wir 5 Schadenspunkte zu. Auch das ist nicht so verkehrt. What the fuck? Vulkanische Salve kostet 12 Mana. 2 rote und 10. Und der kostet beim X Mana weniger beim Ausspielen, wobei X die Gesamtstärke der Kreaturen ist, die man kontrolliert. Und man fügt bis zu 2 Kreaturen und oder Planeswalker jeweils 6 Schadenspunkte zu. Heilige Kacke. Das ist eine Menge Schaden. Ja, dann habt ihr hier noch einen Code, falls ihr noch keinen Zendika Rising Booster habt, habt ihr auf Arena die Chance, das Ding jetzt einzulösen, wenn es überhaupt noch gültig ist. 1. Juli 2022. Ja, ihr könnt es trotzdem probieren. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin, Neublexit. Ciao, ciao.